Warum bin ich so überzeugt von den effektiven Mikroorganismen? Ich habe viele, viele Jahre Schulmedizin betrieben. Ich bin ja Tierärztin und bin auch Tochter zweier Ärzte, zweier Orthopäden. Und seit ich so klein war, bin ich eigentlich mit Desinfektionsmitteln aufgewachsen, ja? Und habe gelernt, man muss immer gucken, dass man Keime und Mikroben und so, das muss alles abgetötet werden, das ist alles nicht gut für uns. Und das habe ich auch ganz, ganz viele Jahre in meinem Leben praktiziert, in meinem Alltag, in meinem Zuhause, in meiner Medizin. Und habe aber festgestellt, man kann Mikroben nicht eliminieren. Es geht nicht. Ja? Die sind überall. Und selbst wenn ich was sterilisiere, also das heißt im Autoklaven mein OP-Besteck autoklaviere, in dem Moment, wo ich das öffne, auch im OP-Saal, kommen da sofort Mikroben drauf. Ja? Und ich habe dank des großartigen Buches von Anne-Katharina Tschoke, die ja selber Ärztin ist, die das Buch geschrieben hat, die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen, habe ich wieder entdecken dürfen, die Wahrheit in mir, dass Mikroben nicht nur ein Teil unseres Lebens sind, sondern der größere Teil unseres Lebens sind und dass Mikroben bestimmen, welche Lebensumgebung wir haben. Das heißt, welche Mikroben wir in unsere Umgebung lassen, das bestimmt darüber, ob wir in Fäulnis leben oder in einer lebensfreundlichen, lebensförderlichen Umgebung. Ich nenne das mal die lebensförderliche Gärung, ja? Denn das ist letzten Endes, was diese Mikroben ja machen. Es ist ja immer alles im Wandel und ich habe halt erkannt, wenn ich bestimmte Mikroben ausbringe und dabei ist halt diese Urlösung, die Professor Higer entdeckt hat, diese Mikroben aus Milchsäurebakterien, verschiedenen Hefen, diese Photosynthesebakterien, die so eine stabile Gemeinschaft bilden, dass Fäulnis da keinen Platz hat. Und wenn ich diese ausbringe in meiner Umgebung, entweder die Urlösung oder die aus der Urlösung vermehrten effektiven Mikroorganismen aktiv, ich nenne sie EMAs, wenn ich die eben ausbringe, dann schaffe ich dieses lebensfördernde Milieu. Ja? Und ich habe dann ausprobiert an mir selber all die Dinge, die in Anne-Katharinas Tschokes Buch drin standen, die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen. Ich habe all diese Dinge an mir selber ausprobiert und an den Tieren dann, nachdem ich sie an mir selber ausprobiert habe, an den Tieren auch angewendet und festgestellt, ja, das trifft zu 100% zu, was sie dort sagt. Das ist so großartig. Und ich habe festgestellt, dass ich plötzlich keinen Ammoniakgestank mehr in meinem Stall habe. Ja? Den Stall, den ich euch vorhin gezeigt habe, der jetzt über den Winter so voll geworden ist, das ist ein aromatisches Milieu. Da würde ich mich auch eine Nacht hinlegen und drin schlafen. Da stinkt es nicht drin, also außer natürlich nach Schaf. Ja, das so, Schafe stinken ja nicht, es riecht halt nach Schaf. So ist ja auch die Behausung des Schafes. Aber es riecht nicht unangenehm, ja? Es riecht nicht giftig. Es ist nicht dieser giftige Ammoniak da, der von eben bestimmten Fäulniserregern produziert wird. In dem Moment, wo ich effektive Mikroorganismen da ausbringe, ist das nicht mehr vorhanden. Und ich kann in meinen Mist hineingreifen und ich habe kein Ekelgefühl. Ja? Und das ist so großartig. Und habe also so viele Dinge mit diesen effektiven Mikroorganismen erlebt. Und ich möchte euch so gerne daran teilhaben lassen, was die können, was die in meiner
Tierhaltung und in meiner Medizin und in meinem Alltag für mich tun. Und vielleicht erkennt ihr, hey, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und ja, schaut zu, ob die für euch dasselbe tun können. Ich freue mich, euch jetzt mehr darüber erzählen zu können und zeigen zu können. Bis gleich!